herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Die Revolution aus dem Bauch ist der Titel der heutigen Sendung. Mein Telefongast ist Georg Beres alias Bauchi. Einen Live-Chat, mit dem man sich live an dieser Sendung beteiligen kann, erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at. Wenn man will, auch mit www davor, cropfm.at. Seht diesen Chat hier ein und besprecht die Fragen dann sehr gern mit Bauchi. Zu dieser Sendung, beziehbar von der Startseite von CropFM, wird alle zwei Wochen ausgeschickt und dient als Erinnerung. Man kann mir sehr gerne mailen, cropfm@mur.at oder einfach vom Link von der Startseite aus. Das Ganze ist verfügbar als Podcast, sobald es einmal abgedreht ist. Und natürlich auch im Past Shows Archiv, wo sich mit der heutigen dann, glaube ich, 203 Sendungen finden. Es gibt ein Forum, in dem man sich austauschen kann oder über verschiedenste Themen sprechen oder auch einfach nur Informationen posten kann. Und wer möchte, kann mir auch sehr gerne oder kann CropFM dem Projekt sehr gerne spenden. Link findet sich von der Startseite aus und wie immer ein Danke an die, die es bereits getan haben. In der letzten Sendung schon erwähnt, die ja Open End war, in der Mystikum-Ausgabe des Februars, also in der aktuellen Ausgabe, findet sich nicht nur ein interessanter Artikel von Viktor Farkas, nämlich ist das Universum ein intelligentes Design, sondern auch ein weiterer mit dem Titel Radio über die Grenzen des Wissens. Sehr schöner Artikel, danke auch nochmal für die tolle Einleitung. Und ja, in einer der kommenden Ausgaben, vielleicht sogar in der nächsten, wird es auch einen Artikel, ich glaube in der nächsten, wird es auch einen Artikel von Walter Brandner geben, alias Dr. Nachtstrom, der natürlich auch immer wieder mit Obskuristan in den CropFM News vertreten ist. Ja, dann machen wir gleich weiter mit den CropFM News und bleiben wir bei Dr. Nachtstrom. Da gab es einen Artikel über einen unglaublichen Zufall. Also Theorien, wie das möglich ist. Herzlich willkommen. Finanzkrise, ein Währungsschnitt scheint nach manchen Meinung mancher unausweichlich. Und zu lesen ist hier, im Grunde genommen müssten sich nach und nach alle EU-Länder vom Euro abkoppeln, gegebenenfalls ihre alten Währungen wieder einführen und einen solchen Währungsschnitt vollziehen. Das klingt erstmal einfach, aber wenn nur ein Land damit anfängt, verfallen alle anderen Länder in völlige Panik. Wenn nur ein Land aussteigt, dann gibt es in jedem anderen Land eine panikartige Flucht aus dem Papier mit nicht abzusehbaren Folgen. Und natürlich nicht nur in Europa kriselt es, auch im Rest der Welt. China zum Beispiel bringt sein Militär bereits auf Linie, denn die sind dann ja oft die einzigen, die das Ganze noch im Zaum halten können, leider. Und
an dieser Stelle auch der Verweis an die Sendung Hyperinflation am Horizont mit Manfred Zimmel, wo wir schon vor ziemlich einem Jahr über Ähnliches gesprochen haben. Shopify Player gibt es jetzt auch, und zwar für Windows, also läuft leider nur unter Windows. Er spielt aktuelle Sendungen ab und inzwischen hat er auch eine Live-Funktion spendiert bekommen und RealPlay-Unterstützung. Heute gab es gerade das letzte Update. Danke an Erik für diese Mühe und ich denke, dass sehr viele technophobe Hörerinnen und Hörer das Ganze sehr gut brauchen können. Downloaden kann man das Ganze von diesem Forumsartikel aus, der in den News verlinkt ist, sowie alles, was ich hier vorlese, beziehungsweise einfach ins CropFM Forum gehen und dort nach dem CropFM Player suchen. Exo-Podcast Nummer 14 gab es, eine äußerst spannende Ausgabe diesmal, muss ich sagen. 2012 kommt der Bewusstseinssprung. Robert Fleischer führt ein Interview mit Dr. H.C. Dieter Bröers zum Thema 2012. Ist einer der wenigen, die sich mit diesem Thema wissenschaftlich auseinandersetzen. Und was er sagt, ist greifbar und aufregend. Und eigentlich sogar ein bisschen beunruhigend, muss ich sagen. Jedenfalls sehr spannend, vor allem auch die Grundlagenforschung, die er da bespricht, die er eher im Bereich der elektromagnetischen Felder und deren Einwirkung magnetischer Felder und deren Wirkung auf die Psyche gemacht hat, beziehungsweise die er in seine Überlegungen einbezieht. Wurden ja auch schon sehr lang Forschungen in dieser Richtung betrieben, wie wir auch hier schon berichtet haben. Ja, der induzierte Bewusstseinssprung 2012, möglich ist ja alles. Siehe auch einen Artikel im CropFM Forum. Dort ist ein weiteres Interview mit Dieter Bröers verlinkt. Aber wie gesagt, ein sehr spannender Mann oder eigentlich einer der spannendsten, zumindest im deutschsprachigen Raum, zu diesem Thema meiner Meinung nach. Und ja, vielleicht ist er auch einmal auf dieser Sendung zu Gast. Mal sehen. Ja, der Druck des Militärs auf unabhängige Berichterstatter kommt jetzt irgendwie an die Oberfläche. Der Chef der Nachrichtenagentur AP, Associated Press, Tom Curley, erhob am Wochenende schwere Vorwürfe gegen den bis vor kurzem amtierenden früheren US-Präsidenten George W. Bush. Insbesondere kritisierte Curley den Ausbau des Pentagon zu einer weltweit agierenden Propagandamaschine. Das ist jetzt nicht ganz unerwartet, diese Aussage, aber dennoch vielleicht unerwartet, aus welcher Richtung sie kommt. Es bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Bauchis Angriff auf die Medienzensur, Zensur und ähnliche Aktionen bald Früchte tragen. Ja, in der heutigen Sendung ist Georg Beres alias Bauchi zu Gast. Seine Ansichten muten auf den ersten Blick vielleicht extrem an, aber das ist natürlich alles relativ. Und die Frage ist, sind sie wirklich so extrem? Denn da ist natürlich auch sehr viel Spielraum für Interpretation und jeder sieht es anders natürlich. In jedem Fall sind solche Perspektiven meiner Meinung nach ein wichtiger Beitrag zur allgemeinen Diskussion über, wohin wollen wir uns jetzt eigentlich weiter bewegen, gesellschaftlich und überhaupt. Auch wenn jetzt vielleicht vielen der Aktionismus, der betrieben wird, zu unüberlegt, zu impulsiv, zu was auch immer ist. Aber das ist es eben, was Bauchi ausmacht. Bauchi hat sehr schwere Zeiten hinter sich. 2004 wurde ihm die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung gestellt und er wies in der Tat 8 von 9 diagnostischen Punkten auf. Doch die Aussage, dass diese Krankheit unheilbar sei und er nun lernen müsse, damit zu leben, ließ er nicht auf sich sitzen und stellte alles in Frage, was er oder der Rest der Welt zu wissen glaubte. Wie ein kleines Kind fing er an, die Welt aus eigenen Augen zu entdecken, Wissen nur noch aus eigener Erfahrung zu sammeln. Und das finde ich sehr vernünftig.
Anfang 2006 startete er das Projekt Nuera, dessen Sinn es ist, die Menschen der Erde im Frieden und auf globaler Augenhöhe zu vereinen. Seit Anfang 2007 produzierte er in unregelmäßigen Abständen seinen Videocast Bauchi auf Sendung, indem er seine Mitmenschen an seinen Gedanken teilhaben lässt. Auch ich bin inzwischen ein begeisterter Seher des Ganzen und so kam das auch irgendwie zustande. Ich dachte mir einfach, ich werde ihn mal anrufen, beziehungsweise anmelden, und heute ist er live auf CropFM zu hören. Und nach einer kurzen Pause geht es hier also weiter mit Bauchi live auf Sendung. Über Kopf mit grenzenloser Naivität, wenn man so will, aber auch aus einer tiefen inneren Überzeugung heraus, die er nicht erlesen, sondern erlebt hat. Erlebt! Und die Frage ist, ist das jetzt dumm oder beneidenswert? Hallo Bauchi, kannst du mich gut hören? Jetzt, ja, gut ist anders, aber... Okay, also leider kann ich da jetzt nicht viel machen.
denn sonst bin ich übersteuert. Also ich hoffe. Ja, nee, ist aber okay. Also ich höre, du bist ein wenig weit weg, aber ich höre dich. Okay. Wir hören dich jetzt soweit, glaube ich, auch ganz gut. Also wir werden es über die Runden kriegen. Okay, ja, du hast dann, ich habe das schon in der Einleitung jetzt kurz erwähnt, du hast doch einen sehr langen und beschwerlichen Weg, kann man sagen, hinter dir. Du hast doch schon einiges erlebt in deinem Leben. Und du gehst mit dieser Diagnose, die man dir da gestellt hat, was immer die jetzt bedeutet, nämlich Borderline, sehr offen um. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr mutig und auch sehr wichtig, da dieses Thema irgendwie natürlich völlig tabuisiert ist. Und wir aber in Wirklichkeit nicht wirklich verstehen, was mit solchen Menschen passiert. Und ich auch glaube, dass also solche Diagnosen allen möglichen Menschen angehängt werden. Und was dann wirklich dahinter steht, ist oft völlig divers. Also, ja, erzähl ein bisschen, wie das damals eigentlich, wie das begann, also wie das begonnen hat. Wer warst du davor, wer warst du danach sozusagen? Ja. Also das davor und das danach ist eigentlich relativ leicht erklärt. Ich habe davor halt wirklich mein Bestes getan, was ich tun konnte, um gewisse Leute in meinem Umfeld zufriedenzustellen. Und das halt nach Möglichkeit mit allen. Das hatte dann letztendlich aber zur Folge, dass ich meine eigenen Ansichten halt total zurückgeschraubt hat. Und ich habe halt festgestellt, dass das in unserer Gesellschaft halt ein sehr grundlegendes Problem ist. Das tun eigentlich die meisten. Und ja. Ich habe quasi damals, sagen wir mal so, ich habe mich mit 28 Jahren, das ist relativ spät, erst von meinen Eltern lösen können. Und bis dahin habe ich ziemliche Probleme damit gehabt. Ja, sagen wir mal, das war dieser Wunsch nach Harmonie, so ein Harmoniekomplex war das, ja, dass ich halt die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass ich irgendwelche Leute zufriedenstellen muss, damit sie mich mögen. Und das hat natürlich dann zur Folge gehabt, dass ich ja, letztendlich mich selber nicht mehr mögen konnte. Mhm. Und das war letztendlich genau das Problem, was ich halt so, was ich als allererstes Symptom mittlerweile bei Leuten erkenne, die überhaupt irgendein psychisches Problem haben. Und dann kam halt, also ich hatte halt damals mir noch überhaupt gar keine Gedanken über all diese Themen gemacht, von denen ich heute spreche. Ich habe halt ein ganz normales Leben gelebt. Ne? Ich hatte meine Ups und Downs und ich hatte meine Beziehungen. Ich bin zweimal verheiratet gewesen, habe bei Ehen in den Sand gesetzt und habe dann letztendlich mit 30. Irgendwann bin ich dann in der Klapse gelandet, wo man mir dann diese Diagnose gestellt hat. Und das war tatsächlich auch so, dass das 8 von 9 Punkten waren, die ich da auch ungelogen vorgewiesen hatte. Und dann sagte man mir dann in der Klapse aber, also ich nenne es so, weil ich bitte darum, das nicht misszuverstehen. Für mich ist die Klapse wirklich das Beste gewesen, was mir damals passieren konnte. Das ist ein Kosename. Rheinische Landeskliniken klingt immer so ein wenig steril. Okay. Und dann ist dann halt da das Ding gewesen, dass ich da halt wegen Depressionen erstmal gelandet bin. Das hatte erstmal noch gar nicht unbedingt was mit dem Borderline direkt zu tun. Also die Diagnose habe ich da halt erst gestellt bekommen. Ich hatte damals meinen Laden verloren. Da war halt Schimmel im Tattoo-Studio, kommt nicht gut so. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen den Laden zumachen müssen. Und dann fing das dann an mit dem Aufhören. Dann habe ich im Prinzip die ganze Zeit nur noch depressiv im Bett gelegen. Hat nichts mehr hingekriegt und irgendwann habe ich zu meiner Frau gesagt, sag mal, tu mich mal in die Klapse fahren, das geht nicht mehr, ich brauche Hilfe, ich kann das nicht mehr. So, ne? Und dadurch ist dann, also als ich in der Klinik war, ist dann halt auch meine Frau, die das dann halt auch entsprechend alles doch mitgenommen hat, irgendwann bei mir gewesen. Dann haben wir dann auch unsere Ehe beendet und das war dann letztendlich für mich die Möglichkeit, überhaupt erstmal sowas wie einen Reboot zu machen. Mhm.
wirklich nochmal an dem Punkt zu sein, wo quasi meine Frau ist weg, mein Auto ist weg, meine Wohnung ist weg, mein Haus ist weg, mein Internetanschluss ist weg, alles war weg. Mein Laden war futsch. Ich hatte quasi gar nichts mehr. Bis auf meine Tattoo-Ausrüstung und auf so ein paar Klamotten und meinen Computer. Das war alles, was ich hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja wenigstens überschaubar. Und dann haben die mir halt in der Klasse allen Ernstes gesagt, dass diese Krankheit unheilbar sei. Und das ging bei mir irgendwie nicht in den Kopf. Ich habe gesagt, ey, alles. Ich tue alles, aber ich akzeptiere nicht, dass ich unheilbar krank sein soll. Das war irgendwie ein Hammer, der da über meinem Kopf gekreist ist, der, ich meine, das ist, hey, wenn du gesagt bekommst, du bist unheilbar krank, dann ist das wirklich erstmal eine Sache, die man akzeptieren muss. Oder auch nicht. Und das war für mich ein Ding, das, wo mir irgendein Stimmchen in mir sagte, hör mal, das musst du nicht, das stimmt nicht, da ist irgendwas, ist da faul an dem, was die dir erzählen. Darüber bin ich dann quasi darauf gekommen, dass ich ja sowieso immer schon so das Problem hatte, ne, dass ich irgendwie gedacht habe, irgendwie verarschen die uns doch alle so im Fernsehen, was die uns erzählen und so. Das ist alles totaler Blödsinn. So, und eigentlich ist das was jeder so weiß. Das sind so gängige Sachen, ne? Also jeder, wenn ich, egal mit wem ich spreche, wenn ich ihnen sage, ja, wir werden dann schon ein bisschen verarscht vom Staat, so, ne, dann ist da keiner, der sagt, wo werden wir verarscht? So, das weiß schon jeder. Die Leute sehen halt nur nicht, wo und wie konkret. Das ist das Problem. Und wenn die das sehen würden, da würden die ganzen Schwachsinn überhaupt gar nicht mehr mitmachen. Und dadurch, dass die mir halt im Prinzip was in den Weg gesetzt haben, wo ich nicht einfach drumherum kam, sondern dem ich mich widmen musste, womit ich mich auseinandersetzen musste, zwar halt diese Diagnose, habe ich halt gesagt, okay, ich habe nichts mehr, aber ich habe Zeit. Ja, so ist es. Ich habe viel, viel Zeit. Kurze Zwischenfrage. Eine sinnige Beschäftigung ist halt wirklich was, das ist ein guter Zeitvertreib, sagen wir mal so. Und dann habe ich ja halt in meiner 45 Quadratmeter Wohnung gesessen, die vom Amt bezahlt war. Und habe mir gedacht, ey, du sitzt jetzt aber nicht einfach hier rum, kiffst dir die Birne weg und verbringst deine Tage mit Playstation zocken oder krampfhaft zu versuchen, irgendwie wieder einen Job zu bekommen oder sonst irgendwas, was dich letztendlich auch wieder nur in die Klappe bringen würde, weil ich hatte mittlerweile begriffen, dass das mein Problem war. Dass ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen machen musste. Ne, wenn man in diesem System irgendwie wer sein will, dann hat man so viele Vorgaben, moralische, gesetzliche und sonst was, woran man sich halten muss, dass man von sich selber, dass da nicht mehr wirklich viel übrig bleibt. Ne. Brauche ich nur kurz, ich glaube, bist du jetzt wieder auf der Freisprechanlage oder am Hörer? Also dann schätze ich mal, dass es am Hörer liegt. Also pass mal auf, was ich hier vorschlagen kann, ist, bist du, dass wir ganz kurz 2 Minuten das Interview einfach unterbrechen. Nein, es ist 2 Minuten an und schließt das andere Telefon noch an. Das andere Telefon, naja, es geht glaube ich schon, aber also du verwendest jetzt den Hörer zum Sprechen. Ich habe nicht die Freisprecherrichtung. Okay. Naja, ich höre aber auch extrem leise nur. Ja, das ist klar. Aber lass uns mal kurz das Telefonat unterbrechen, ruf mich in 2 Minuten wieder zurück, du wirst deine Leute unterhalten bekommen. Oder die sich auch selber. Ich vertraue euch allen, das schafft ihr schon. Na okay, dann mach mal kurze Pause und ich rufe dich dann wirklich in 2 Minuten wieder an, schauen wir, ob es mit dem anderen besser geht. Alles klar. Okay, wir machen das irgendwie. Ja. Genau. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Na gut, wollen wir mal schauen. Ein bisschen schwer zu verstehen ist er, daher werden wir ein bisschen Zeit geben, bis er sein Ersatztelefon herausgekramt hat und das Interview, das ich bis jetzt sehr spannend finde, dann eben fortsetzen. Ba-da-ba-d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 a
wie es scheint, ist dieses neue Telefon doch um einiges besser im Klang. Hallo Bauchi. Hallöchen. Ja, ich glaube, das ist besser so. Und du hörst mich jetzt, glaube ich, auch besser. Wunderbar. Also, wir waren stehen geblieben. Dein Leben hat sich im Kreis gedreht und du hast dann quasi von eigenen Stücken gesagt, okay, ich brauche da jetzt irgendwie Hilfe von außen und hast dich von deiner damaligen Frau in die Klapse führen lassen. Und als du wieder rauskamst, war dein Leben recht überschaubar und du hattest sehr viel Zeit. Ja. Also das lief quasi so ab, dass ich da 8 Wochen auf Station war, ne, und im Prinzip dann auch am Ende, ja, liefen da so eher blöde Sachen ab, dass ich im Prinzip dadurch, dass ich keine Wohnung mehr hatte, letztendlich da wie in einem Hotel gewohnt habe. Und die mir dann irgendwann gesagt haben, hören Sie mal, Herr Beres, Sie müssten sich langsam mal eine Wohnung suchen, weil so langsam müssten Sie mal wieder raus hier. So, ne, dass Sie mal die Möglichkeit auch bekommen, jetzt das, was Sie in den letzten 8 Wochen durchgekaut haben oder in den letzten 6 Wochen, als Sie mir das gesagt haben, mal ein bisschen so im wahren Leben mal auszutesten. Ne? Und ich hatte mir da schon wirklich angefangen, meine eigenen Gedanken zu machen. Ich habe halt... Ja, ich merkte halt, dass irgendwas nicht stimmte. Und das war das, wo ich das erste Mal in meinem Leben eine wirklich sinnige Lösung für ein Problem gefunden habe. Das war das erste Mal und für mich wirklich so bemerkenswert, dass ich es dann auch wirklich konkret fassen konnte. Und zwar war das, dass ich gesagt habe, irgendwas in meinem Kopf stimmt nicht. Irgendwas von dem, was man mir erzählt hat, so weit bin ich gekommen, dass es irgendwas von dem sein musste schon. Also so weit war ich da schon, dass ich kapiert habe, dass es irgendwas von dem sein musste, was ich erzählt bekommen habe, was ich vom Hörensagen zu wissen glaubte. Das, was ich in der Schule gelernt habe, das, was ich, Meme halt, Mimetik, ne, wer sich damit nicht auskennt, Vera F. Birkenbiel zuhören, verstehen und anwenden. Und da war das dann halt wirklich so, dass ich da gesagt habe, also irgendwas, also die Sachen, die ich selbst erlebt habe, das waren die einzigen, von denen ich wusste, dass ich die wirklich erlebt habe. Ich wusste wirklich, was ich erlebt habe und sonst gar nichts. Und dann habe ich angefangen, ein Spielchen zu spielen. Das hat mir sehr geholfen damals. Und zwar war das, irgendwie zwischendurch immer wieder die Augen zuzumachen und mir vorzustellen, mich wieder einfach in mir zu sammeln, zu leeren. Das ist letztendlich auch einfach eine Form von Meditation gewesen, nur war mir das damals nicht so bewusst. Und dann, wenn ich die Augen wieder aufmache, quasi alles um mich rum so zu sehen und wahrzunehmen, als hätte ich es noch nie gesehen. Als wäre ich quasi auf einem mir vollständig, komplett fremden Planeten, unter mir komplett unbekannten Wesen, in deren Körper ich wohl stecke. Ja, also ich bin schon einer von den Menschen, aber ich habe mir mal vorgestellt, jetzt stell dir vor, du hast eine Amnesie, du weißt gar nichts, du bist quasi aus dem Nichts gerade, bist du hier. Gott, mein Gott, was passiert? Wo bin ich? Wer bin ich? Was ist los? Und mit diesem Hintergrund im Kopf dann angefangen, wirklich wie ein kleines Kind mit 30 Jahren nochmal angefangen, alles mit eigenen Augen zu beobachten. Ja, mir fällt kein besseres Wort ein, das ist es. Beobachten ist schon genau das richtige Wort in dem Fall. Ne, beobachten und dann Erfahrungen haben. Und was darauf Wissen aufbauen. Und was hast du gesehen und eigentlich? Bücher lesen und dann meinen, man wäre unheimlich schlau. Und ne, das habe ich früher auch gedacht. Ich habe mich für wahnsinnig schlau gehalten. Ich habe mich für wahnsinnig eloquent gehalten.
Und heute bin ich froh, wenn ich ein paar Sachen mal wirklich in klaren, knappen Worten ausdrücken kann. So, und meine Schlauheit hat mir überhaupt nichts gebracht. Meine Schlauheit, meine Intelligenz, alles, wo ich mir so viel drauf eingebildet hatte, hat letztendlich nichts weiter zur Folge gehabt, als dass ich tatsächlich am Ende in der Klapse gelandet bin. Und all diese Sachen, die wurden mir in den Folgemonaten klar. So, das heißt, ich hatte das Problem gefunden, ich hatte die Ursache des Problems gefunden und die Ursache war tatsächlich, da bin ich irgendwann mal drauf gekommen, wann geht's mir eigentlich schlecht? Und die Antwort war, immer dann, wenn ich irgendwas tue, weil ich es tun muss. Wenn ich Sachen tue, die ich tun will, geht es mir immer gut. Wenn ich Sachen mache, die ich tun muss, dann geht's mir schlecht. Ich arrangiere mich irgendwie, aber letztendlich würde ich am lieber trotzdem was anderes machen. Und das war mir dann, da ist mir irgendwann klar geworden, dass da irgendwo ein großer Haken sein musste. Dass dieser blinde Gehorsam, den wir im Prinzip vom Kindergarten an antrainiert bekommen, dass da irgendwo die Ursache meiner Probleme liegen musste. Und dann habe ich gesagt, ja, stopp mal, Moment mal, Moment. Also wenn es 6,5 Milliarden Menschen gibt und unter all denen einen einzigen, dem ich es wirklich recht machen kann, dann kann ich nur noch mir selber folgen. Dann ist das einzige Sinnige, was ich tun kann, mir selbst zu folgen und mich zufriedenzustellen. Und seit ich das tue, seit ich mit mir selbst zufrieden bin, richte ich keinen Schaden mehr an und habe eine entsprechende Ausstrahlung. Du sagst, eine entsprechende Wirkung auf die Leute. Du sagst, du hattest 8 von 9 Symptomen oder wie man das sagt, oder diagnostischen Punkten. Welches hattest du denn nicht? Ich hatte keine Halluzinationen. Ich hatte keine Wahnvorstellung. Also nicht indem ich keine das, also ich habe keine Stimmen gehört oder sowas. Mhm. Und das ist halt bei vielen, also das haben viele auch. Das war bei mir halt gar nicht. Ich hatte nichts irgendwie in der Form. Mhm. Ja, wenn Stimmen hören, das ist wieder ein eigenes Thema, gell? Also das kann halt wieder die eigene. Ja, ne, also heute höre ich, also ich höre sie immer noch nicht laut. Mhm. Also ich kriege schon mit, wenn mit mir kommuniziert wird. Nicht verbal, sondern halt wirklich telepathisch. Und zwar mit Lebewesen, die nicht nur in Inkarnationen stecken, sondern die halt auch in der feinstofflichen Welt sich bewegen und trotzdem mit mir kommunizieren. Wie zum Beispiel mein Opa, den ich Jahre vor seinem Tod nicht gesehen habe und der eigentlich seit seinem Tod jeden Tag bei mir ist. Unglaublich. Wann hat das begonnen? Seit dieser Zeit auch wirklich mich unterstützt, mir die wirklich, wirklich sinnige Gedanken. Ich habe das, hat natürlich eine sehr lange Weile gedauert, bis ich das erkannt habe, dass das mein Opa ist. Weil ich seine Stimme nicht höre und weil ich ihn nicht sehen kann. Ich bin halt nicht hellsichtig und nicht hellhörig. Zumindest noch nicht ausreifend trainiert. Aber du kannst. Kann ich alles noch lernen, werde ich auch alles noch lernen, aber ist halt im Moment nicht wichtig. Aber du kannst da irgendwie auf emotionaler Ebene kommunizieren mit zum Beispiel deinem Großvater. Zeig mir mal bitte einen, der das nicht kann. Ja. Ich bin mir nur bewusst darüber, dass ich das kann. Das ist der einzige Unterschied. Aber das kann jeder andere halt eben auch. Und wir tun das permanent, wir tun das ständig. Verbale Kommunikation sind ungefähr 25% der gesamten Kommunikation. Woher weißt du eigentlich, dass das dein Opa ist? Zum Beispiel in dem Fall jetzt. Ich benutze mal einen Spruch aus der Matrix. Das ist so ein bisschen wie Verliebtsein. Du weißt das einfach. Ich kann das nicht erklären und ich brauche das auch niemandem zu beweisen. Das ist auch nicht relevant. Ja. Das ist einfach für mich wichtig. Das ist einfach was ich erzählen kann. Das braucht mir keiner zu glauben oder sonst irgendwas. Das sind Erfahrungen, die jeder für sich selber mit seinen Leuten machen kann. Das war jetzt nur so ein Beispiel. Also mein Opa ist bei weitem nicht der Einzige, mit dem ich hier zu tun habe, der aus der feinstofflichen Welt oder der gerade nur in der feinstofflichen Welt ist. Mhm. Was hast du eigentlich, hattest du dann auch Erfahrungen mit Psychopharmaka?
Ja, und zwar sehr, sehr kurz und knapp, aber sehr einleuchtend. Okay. Das Problem war, dass damals, als ich in die Klasse gekommen bin, ich habe, wie gesagt, da war ich kurz vor 30, ich bin in der Klasse 30 geworden, und ich habe mit 27 Jahren habe ich angefangen zu kiffen und hatte 3 Monate, bevor ich in die Klapse gekommen bin, mit dem Kiffen aufgehört. Aber 2 Tage, bevor ich in die Klapse gekommen bin, habe ich mit dem Zigarettenrauchen angefangen. Okay. Total doof, ne? Ich wollte mir gerade noch eine anmachen. Und war dann halt das Problem, dass die in der Klapse, die Therapeuten, quasi all meine Probleme auf die Kifferei geschoben haben. Und da habe ich gesagt, nee Leute, also da kann schon mal gar nichts dran sein. Ich sag, das, was ihr mir gesagt habt, die Diagnose, die ihr mir gestellt habt, ich sag, die hat mir tausende Fragen beantwortet, die sich mir gestellt haben, seit ich 10 Jahre alt war. Mhm. Und ich sag, ich habe nicht mit 10 gekifft. Ich sag, die Probleme können nicht, wenn ich mit 27 angefangen habe zu kiffen, mit 10 Jahren schon da gewesen sein. Da muss irgendwas anderes sein. Deswegen wusste ich, dass das nichts mit dem Kiffen zu tun hat. So, und ich habe damals halt auch noch nicht gewusst, dass Kiffen eigentlich nur deswegen als so schlecht und gefährlich verschrien wird, weil die Öl- und Textil- und Papierindustrie irgendeinen Aufreißer brauchten, um Hanfanbau zu illegalisieren. Naja, und die Papierindustrie vor allem, ja. Die ganzen Industrien komplett runterreißen. Mhm. So, und dann ist das halt eben bei mir so gewesen, dass ich gesagt habe, so, nee, also, ne, ich wusste halt schon, diese Substanzen sind eigentlich sowieso nicht das Übel. Das Übel findet seine Wurzel immer im Missbrauch. Mhm. Ne, also nicht Hanf ist schlecht oder Tabak ist schlecht oder Alkohol oder Nikotin oder was weiß ich was, sondern wenn ich das Maß nicht halten kann, das ist schlecht. Ja. Aber ab und zu mal ein Kiffen ist was ganz anderes, als sich jeden Tag die ganzen von morgens bis abends die Birne wegzu dröhnen. Gut, aber die eigentliche Frage zielt jetzt auf Psychopharmaka ab. Also, okay, ja, also ich danke, dass du mich darauf zurückbringst. Frag. Na, hattest du Erfahrungen damit? Also bist du offenbar 2 Wochen. Ja. 2 Wochen. Ich habe die ersten 6 Wochen, als ich in der Klapse war, habe ich keine Medikamente genommen, weil ich gesagt habe, Leute, wenn ich kein Alkohol, nichts kiffe und bla bla, dann will ich auch nichts anderes. Ich sage, ich will dann nicht hinterher nochmal anfangen mit allem von vorne, wenn ich die Sachen dann absetze. Und als die mir dann gesagt haben, ich bin nur noch da, weil ich keine Wohnung habe, haben die mir gesagt, so, jetzt müssen Sie aber bitte Tabletten nehmen, damit wir vor der Krankenkasse rechtfertigen können, dass wir das Bett belegen mit Ihnen. Das ist unglaublich. Ne, damals war ich noch bescheuert genug, das Zeug zu fressen. Heute hätte ich einfach gesagt, ja okay, wenn das so ist, dann hier, tun wir so, ne, du siehst, dass ich sie nehme und ich schmeiße weg, ne, wenn das sowieso nur eine Rechtfertigung ist, dann kann es ja wohl kaum sein, dass man tatsächlich von mir erwartet, dass ich Drogen zu mir nehme, auch wenn sie legal sind und deswegen Medikamente heißen. Ja, und dann war das halt so, dass ich nach 2 Wochen das quasi aus eigenen Stücken abgesetzt habe, mich einfach geweigert habe, das weiter zu mir zu nehmen, weil ich halt, das war Risperdal und das war Truxal. Und ich hatte wirklich die ersten 6 Wochen wirkliche Fortschritte gemacht, das haben auch alle gesagt, und dann sagt mir auf einmal eine Freundin, die auch mit auf Station war, die ich da kennengelernt habe, sagte sie, mal Bauchi, hey, du hängst nur noch rum wie ein Schluck Wasser, was los mit dir? Und da wurde mir das selber überhaupt erst klar. Da habe ich das selber überhaupt erst gesehen, dass ich wirklich da die ganze Zeit rumhänge wie ein Schluck Wasser. Ich war quasi bei Bewusstsein, aber sowas von weggeschossen. Also wenn man mir eine Frage stellte, konnte ich klar antworten. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, selber meine Frage zu stellen oder von mir alleine noch was zu erzählen, was überhaupt nicht in meiner Natur liegt. Normalerweise plapper ich wie ein Wasserfall. Mhm. Da habe ich mir dann gesagt, als ich aus der Klapse rauskam und eine Wohnung gefunden hatte und so, habe ich mir gesagt, Moment mal, die haben dir das Zeug gegeben, um deine Ups und Downs zu
limitieren. Dich quasi ruhig zu halten. Ja, verdammte Scheiße, da hatte ich doch was Besseres. Und dann bin ich halt von diesem Psychopharmaka einfach wieder auf das Gras umgestiegen, hatte da allerdings dann halt eine klare Vorgabe, bis genau zu welcher Grenze es Gebrauch ist und ab wann es Missbrauch ist. Und seitdem habe ich keinen einzigen Tag so gekifft, dass ich nichts hätte machen können, dass ich irgendetwas nicht hätte machen können dabei. Das heißt, mein Gebrauch, mein Gebrauch von Marihuana ist so dosiert, dass das definitiv in keiner Form, in irgendeiner Form oder in keiner Form eine Gefahr für irgendjemanden darstellt, inklusive mir und den Leuten um mich herum. Ja, sondern halt eben tatsächlich sogar halt eben eine positive Wirkung hat, weil es mir damals halt auch wirklich geholfen hat beim Ruhigbleiben. Heute brauche ich es nicht mehr, aber ich gebe unumwunden zu, dass es mir tatsächlich es immer noch wesentlich leichter macht, ruhig zu bleiben. Warum soll ich es mir nicht leichter machen, ruhig zu bleiben? Also ne, da kann mir wohl kaum einer verbieten. Ich glaube sowieso, dass, also ich verstehe nicht ganz, warum eigentlich Marihuana nicht auch als Psychopharmaka eingesetzt wird, was es ja, glaube ich, teilweise auch wird, aber ja, ist ja eine sehr vielseitige Pflanze. Weil, wenn das wäre, dann würden wieder mehr Hanffelder gebraucht. Ja, gut. Und ja. Wenn das wäre, dann müssten sie wieder mehr Lizenzen vergeben. Und wenn das wäre und wenn Hanf überhaupt in Deutschland legal angebaut werden dürfte, dann müssten die auch erlauben, Nutzhanf anzubauen. Und das ist nicht im Interesse der Industrien. Nur deswegen haben wir überhaupt irgendein Problem mit Hanf. Ich fürchte, da könntest du recht haben damit. Also ich plane schon seit langer Zeit eine Sendung über dieses Thema, denn es ist ja nicht nur ein Rauschmittel, es ist ja auch, ich meine, Papierherstellung und so weiter. Viel effizienter, bessere Qualität am Papier und man fällt keine Bäume. Da werden teilweise hunderte Jahre alte Bäume gefällt, dann wird mir Klopapier machen. Das ist völlig krank. Ja, also eben. Aber das ist ein riesiges Thema. Aber gebe ich dir. Aber da kann man dann halt kein Geld mehr mitmachen. Naja, gut, kann man genauso bitte. Ich meine, nur. Aber nicht mit Öl und Dingen, ne, da Öl nun mal im Prinzip die Welt regiert, weil das letztendlich auch dann. Nee, Hanf macht glaube ich nicht Ölkonkurrenz, aber ich glaube, dass vor allem die chemische Industrie und so weiter. Man hat Kunststoff aus Hanf herstellt. Das stimmt, ja, richtig. Man hat in den 50er Jahren. Macht das Öl die Riesenkonkurrenz, weil für Kunststoff stimmt. Brauchst du Öl. Es gab in den 50er Jahren einen Prototyp meines Autos in Österreich gebaut. Da habe ich einmal eine Demo gesehen, da konnte man mit dem Hammer draufschlagen und das Ding war nicht einmal verbeult. Ich meine, ist vielleicht nicht ideal für die Knautschzone, aber man kann wirklich sehr effizient Kunststoffe, also hochwertige Kunststoffe herstellen. Gut, ja, ist ein riesiges anderes Thema und ich bin da eh irgendwie am Recherchieren noch ein bisschen, soweit es die Zeit erlaubt, dass ich da auch einmal was mache drüber. Naja, sagen wir mal so, beginnen wir uns zur Versammlung, also am Anfang deiner Aktionen auch immer gibt es quasi die Versammlung, wo irgendwie mal klar wird, um was geht's da jetzt, um was geht's dir jetzt eigentlich so im Kern des Ganzen? Ich meine, dein Wirken ist ja inzwischen sehr ausgeweitet im Netz, über 100 Videocasts inzwischen, aber um was geht's dir da eigentlich? Also mein Primärziel, dass es nicht irgendwann zu erreichen gilt, sondern dass quasi bei mir 24 Stunden am Tag Primärziel ist. Ich möchte bitte meine Ruhe haben. Ich möchte nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten angepöbelt werden, die irgendwelche Forderungen an mich stellen, weil ich das auch nicht tue. Ich mag solchen Umgang nicht. Ich dränge niemandem meinen Willen auf, also möchte ich auch nicht von irgendjemand anderem den Willen aufgedrängt bekommen. Und wenn das dann bedeutet, dass man halt die Welt verändern muss, dann sollten wir das vielleicht mal tun, weil ich glaube, dann würde es allen besser gehen. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. So, und das ist halt eben das Ding, ne? Ich kann meine Ruhe nicht wirklich haben, wenn der Rest der Welt in Unruhe ist. Also die wirkliche Ruhe, die kriegen wir nur dann, wenn wir die alle uns gegenseitig gönnen und uns die aufbauen und ermöglichen.
Aber dafür gibt es ja dann halt dieses Nuera-Projekt, wo das dann halt konkretisiert wird, ne? Wo dann halt nicht einfach nur von Weltfrieden geträumt wird, sondern wo er tatsächlich halt auch ausgerufen worden ist. Wie gesagt, da bilde ich mir nichts drauf ein. Ich bin einen Tag nach Brüssel gefahren, hatte ein super cooles Wochenende. Das war echt schön. Und ich habe dann halt da in einer 2 Minuten Gelegenheit, die ich ein Mikro in die Hand gekriegt habe, das Nötigste gesagt, was ich sagen wollte, um halt zu sagen, hier beende ich das alte Spiel. Und jeder, der möchte, kann das mitmachen. Absolut frei von irgendwelchen Autoritäten, die man zuerst um Erlaubnis fragen müsste oder sonst irgendwas. Die Weltfriedenserklärung, die kann jeder einfach nur annehmen. Ob die akzeptiert wird oder nicht, das liegt an uns. Wenn wir die akzeptieren, dann wird die akzeptiert, weil wir die ja akzeptieren. Und jeder Mensch, der die für sich weiter annimmt, trägt dazu bei, dass es sich global durchsetzt. So, und die Weltfriedenserklärung ist ja jetzt mittlerweile, also ich weiß nicht, ob irgendwelche Zuhörer da irgendwelche Möglichkeiten haben, ich würde mich sehr freuen, wenn mir da ein paar Leute helfen könnten, diese Weltfriedenserklärung in andere Sprachen zu übersetzen, damit wir die wirklich rund kriegen. Also ich habe es einfach jetzt noch nicht geschafft, sie auf Englisch zu schreiben, wird einer meiner nächsten Sachen sein, aber ich habe halt jetzt, ne, wer es noch nicht kennt, geht einfach auf www.nu-era.de und dann guckt euch einfach mal in Ruhe um, nehmt euch einen Tag Zeit oder auch eine Woche, kommt immer wieder mal rein, es tut sich die ganze Zeit was und da kann man halt machen. So, und jetzt sind wir wieder total vom Thema weg, ne? Was hat sie eigentlich gefragt? Nein, du hast es irgendwie beantwortet. Also www.nu-era.de ist also die Website, auf der sich jetzt so quasi alles, dein ganzes Schaffen und das von vielen anderen konzentriert und das irgendwie so eine Plattform ist, eine Informationsplattform, wo man auch schauen kann, was interessiert mich, wo möchte ich mitmachen, etc. Wo man auch diskutieren kann und so weiter. Also bei dir geht es einfach sehr viel um den freien Willen auch und eben auch vor allem darum, dass niemand irgendjemanden seinen Willen aufzwingt. Und das ist natürlich ja ein Kernthema für viele. Ne? Also ich meine, und wahrscheinlich irgendwo die Wurzel des Problems. Ich meine, aber glaubst du, würde das funktionieren? Also ich meine, Anarchie, ja, also viele Leute haben vor diesem Wort ja große Angst, ne? Denn es ist einfach so ein bisschen ein nebuloser Begriff auch. Meisten wissen eigentlich gar nicht, was jetzt wirklich dahinter steht. Genau das ist ja das Problem. Und die Vorstellung der meisten ist also auch, ja, da rennen alle mit Maschinengewehren auf den Straßen herum und ballern alle nieder und plündern die Geschäfte. Wie stellst du dir das vor, also wenn jetzt der freie Wille ausbricht? Danke für die Gelegenheit, das mal, ne, prima, super geile Frage. Damit die anderen es sich auch vorstellen können. Also ich stelle mir das nicht vor wie in South Central Los Angeles, wo jeder einfach nur, also ne, wenn wir das so machen würden, dann wäre es logisch, dann würden wir uns letztendlich nicht viel anders als was eh schon tun, aber dann würden wir uns alle die Köpfe wegschießen. Es geht aber um was anderes. In der Anarchie ist es vor allen Dingen so, dass es kein hierarchisches System ist. Die Anarchie ist das einzige System, das mir begegnet ist, ich freue mich über weitere, wenn mir jemand andere zeigen kann, das auf Augenhöhe funktioniert. Und es ist bewiesen, dass es funktioniert, es ist praktiziert worden. Es hat wunderbar geklappt, bis Kommunisten und Kapitalisten gemeinsam in Spanien die anarchische Bewegung zerschlagen haben. Weil die das nicht wollten. Und die damals noch die Macht hatten. Und die haben sie jetzt nicht mehr. Zumindest so lange nicht, wie wir noch das Internet frei zur Verfügung haben. Wenn die uns das Internet wegnehmen, das freie Internet, ne, und das ist ja in Mache. Ne, das sollst ja irgendwann, sollst du nur noch in der Lage sein, und das ist irgendwie für 2010 geplant, das ist gerade mal noch, das ist nächstes Jahr, ja, dass du quasi deinen Internetzugang aus der Steckdose hast, du hast dann da so einen Kasten, wo du dann quasi deinen RFID-Ausweis durchziehen musst, um Zugang zum Internet zu bekommen. Du kommst ohne RFID-Ausweis demnächst überhaupt nicht mehr ins Netz.
Und das Netz besteht dann auch nur noch aus den Inhalten, die freigegeben sind. Ja, da gibt es ja viele Ansätze. Also unter anderem das Internet 2, das Highspeed-Netz sein soll. Oder wo man alle Provider quasi dazu verdammen möchte. Möchte sagen, quasi nur mehr diese Bundles an Webseiten anzubieten. Also man kauft sich nicht Online-Zugang, sondern man abonniert sich Webseiten, so Yahoo und so weiter, wie man halt Kabelfernsehen abonniert oder total, Google. Total krasse Idee. Und aber ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, da gibt es viel Gerüchte und ehrlich gesagt nicht viel Konkretes, zumindest in letzter Zeit nichts davon gehört. Es ist auch, ich meine, über Obama mag man denken, was man will, aber eines, was ich doch positiv werte an dem, was er jetzt ganz am Anfang einmal auch angehen möchte, ist, also das Netz ist offenbar sehr wichtig und er möchte, also da gibt es auch Bestrebungen, also diese Net Neutrality zu bewahren. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Aber du hast schon recht, es ist ziemlich klar, dass dieser offene Informationsaustausch nicht überall so wohlwollend gesehen wird, wie jetzt zum Beispiel in dieser Sendung, die ja, und in deiner Sendung, die ja gar nicht anders existieren könnten. Genau, das ist das Ding, ne? So, und das ist, ne, wir haben halt im Moment ist die Situation halt tatsächlich noch so, dass wir, ne, wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir haben. Und nicht auf das, was wir nicht haben. Und im Moment ist zum Glück auch noch Internet oder Web 2.0 noch Zukunftsgeschichte. Und wir haben absolut verfügbar jetzt in diesem Moment das Internet. Und für diese Revolution ist tatsächlich überhaupt nichts anderes nötig. Diese Vernetzung ist das, was uns erhebt über uns selbst. Das ist das, was uns aus dem Status des Homo sapiens rausholt. Weil wir dadurch die Möglichkeiten überhaupt erstmal bekommen, eine Warenumverteilung möglich zu machen, die sich nach dem Bedarf richtet und nicht mehr nach Geld, weil Geld letztendlich auch nur dienlich ist für diese hierarchischen Systeme. In einer wirklich funktionierenden Anarchie wird niemand mehr Geld brauchen, weil Geld nämlich vor allen Dingen allen Nachteilen zusätzlich noch einen ganz, ganz großen anderen Nachteil hat. Geld schafft absolute Werte. Und die werden dann auch noch gut geheißen. Ist aber letztendlich total blödsinnig. Wenn ich einen Goldbarren habe und Hunger, und ich habe nichts anderes zum Tauschen und ich bekomme dafür nur ein Laib Brot, dann werde ich den Goldbarren hergeben, weil wenn ich tot bin, bringt er mir nichts. Ja. Das heißt, relative Werte sind eigentlich die, die wirklich sind, die wirksam, wirkungsvoll sind, die echt sind. Echte Werte sind relativ. Das heißt, absolute Werte siehst du im Kaufhaus. Absolute Werte bedeuten, du kannst für 5,99 Euro ein Transistorradio kaufen, wo der Preis gemessen an anderen Dingen absolut total aus der Luft gegriffen ist. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Das heißt, für dich ist jetzt, aber Geld, siehst du jetzt tatsächlich das Problem dran, jetzt nicht, dass es mit Zinsen behaftet ist oder so, derlei Dinge, sondern dass es einen Wert festlegt, der quasi virtuell ist und der eigentlich in der harten Realität, wenn wir jetzt nicht in der Zivilisation leben, unter Anführungszeichen gar keine Bedeutung hat und dennoch quasi dasteht wie ein Pfosten. Also eigentlich sehe ich an Geld ein ganz anderes Problem. Ja, okay. Welches Problem siehst du? Und zwar, dass das Geld selbst man gar nichts schuld ist. Das Geld selbst ist, wie gesagt, es ist wieder nur der Missbrauch. Unser Umgang mit dem Geld. Und wir gehen damit in der Form um, dass wir das Geld permanent Leuten geben, von denen wir eigentlich überhaupt gar nicht der Meinung sind, dass sie es verdient haben, sondern die das von uns fordern, die das von uns erpressen, uns mit Gegenmaßnahmen drohen, wenn wir es nicht machen. Und wir müssen uns das Geld verdienen. Und die müssen es nicht verdienen, die dürfen es erpressen. Und der Staat ist genauso. Steuern zahlen ist Erpressung, so wie das üblich ist. Normalerweise ging man früher stiften. Das heißt heute ausbüchsen. Früher hieß stiften gehen, Steuern zahlen, meinen Beitrag zum Allgemeinwohl bezahlen.
So, und das ist halt auch eine Sache, das ist früher gewesen, das kann man heute viel einfacher machen, weil heute haben wir das Internet, heute haben wir die Möglichkeit, uns global von Mensch zu Mensch zu vernetzen. Wo immer ich irgendetwas brauche, brauche ich es nur irgendwo im Internet einzutippen und ich kann es finden. Gegen Geld ist das schon machbar. So, und wir brauchen einfach nur mal aufzuhören, mit dem Geld wie sabbernde Hunde hinterher zu rennen. Und dann ist das überhaupt gar kein Thema, diese Techniken trotzdem weiter zu nutzen. Also nicht nur die Technik, die Hardware, sondern auch wirklich die Technik im Umgang. So, und dann finden wir auch wesentlich leichter mal wieder zurück auf natürliche Werte und Umgangsformen. Und das ist übrigens, das ist quasi die Definition von Zivilisation, ist die Entfernung von natürlichen Werten und Umgangsformen. So ist Zivilisation definiert. Das heißt, je zivilisierter man sich verhält, desto unnatürlicher verhält man sich. Und unnatürliche Umgangsformen ist vor allen Dingen anderen Leuten seinen Willen aufzudrücken. Und wenn jetzt irgendwer in der Zukunft beim nächsten toten, vergewaltigten und im Wald gefundenen Mädchen noch jemand fragt, was uns diese Zeichen denn bedeuten sollen, dann soll er daran bitte denken. Es ist nichts weiter als ein Hinweis darauf, dass fremden Willen aufdrängen oder aufdrängen lassen immer schädlich ist. Diese Mädchen zeigen uns, oder Jungs sind es ja auch, die armen Kinder, die müssen sie mal ausbaden. Das sind die Letzten, die Schwächsten im Glied. Bei denen bleibt es dann immer hängen. Und dann regen sich die Leute auf und kriegen rote Krawatten, wenn man von sexuellem Missbrauch von Kindern redet. Aber keiner tut was dagegen. Alle spielen das alte Spiel mit. Wir sind alle verantwortlich für jeden Scheiß, der in der Vergangenheit passiert ist. Auch Hitler. Es war nicht nur Hitler, der den Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Es ist definitiv, und es ist nicht nur Saddam Hussein, Saddam Hussein selber persönlich hat in Kuwait nicht eine einzige Ölquelle angezündet. Aber das dichtet man ihm einfach an. So funktioniert dieses Prinzip. Man findet einen Schuldigen, den kann man lynchen und dann ist es gut. Das Problem ist aber immer noch da. Der Nächste, der das Gleiche macht, ist einfach auch wieder ein Arschloch. So ticken wir. Nee. Das sind jetzt nur Beobachtungen. Das heißt, du glaubst aber, dass also da kann man halt was dran ändern. Ja. Das muss man ja nicht so mitspielen. Das heißt, du findest also den Tauschhandel eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, als ein probates Mittel? Also so wie ich es praktiziere seit 4 Jahren und dabei immer weniger dabei dann auf Geld angewiesen war, weil immer mehr Währungen in mein Leben kamen, mit denen ich zahlen konnte quasi, ist tatsächlich ein Tauschhandel, allerdings nicht in der Form, wie die meisten sich den wahrscheinlich vorstellen, nämlich dass zwei Leute gewisse Dinge untereinander tauschen, sondern dass eine Gruppe existiert, die untereinander sich das zur Verfügung stellen, was sie brauchen, was gerade gebraucht wird. Das heißt, die Ware wandert zum Bedarf. So, und das lässt sich quasi, also das ist im Prinzip das, was ich in der Operation Rumpelkammer jetzt gestartet habe. Ich bräuchte im Prinzip einen Programmierer, oder ein paar Programmierer, das können wir wirklich als Team machen und zusammen, das soll alles so Open Source und Gemeinschaftsarbeit sein, es soll ja gut werden, wir haben Zeit, das ist nicht das Ding, wird wahrscheinlich dann schneller stehen als sonst. Aber jemand, der mir das realisieren kann, dass ich eine Webseite habe, kann man noch vielleicht irgendwie in die Unity einbinden oder so, wo jeder User quasi auflisten kann, was alles er zu Hause rumstehen hat und im Moment nicht wirklich braucht. Ja. Das schafft A Platz für Neues. Und es verstaubt nicht so viel. Und die Leute, denen ich dann zur freien Verfügung stellen kann, was sie sich ansonsten nicht leisten könnten, die werden mir sehr dankbar sein, weil sie weiterkommen. So, und diese Dankbarkeit ist was, das kann man von keinem fordern.
Aber das kann man sich verdienen. Und Dankbarkeit ist tatsächlich was, das ist für mich weitaus mehr wert als jede Summe, die auf irgendeinem Lohnzettel stehen könnte. Wenn mir jemand dankbar ist, dann weiß ich, okay, dann habe ich gute Arbeit geleistet, dann ist er zufrieden. Und ich weiß ganz genau, er wird sich mir für das nächste Mal mich warm halten wollen. Das ist doch bei mir genauso. Wenn ich merke, jemanden kann ich gut gebrauchen, jemand kann mir gut helfen mit dem, was er tut, und er macht es dann auch noch gerne, weil das quasi sein Hobby ist, wie das bei mir zum Beispiel Tätowieren ist, dann, ach, ich höre mich selber, Entschuldigung, ich höre zwischendurch das Echo hier mal drin. Okay. Ich bin ein bisschen irritiert. Und dann hast du halt quasi, im Prinzip ist das halt ein Geben und Bekommen. Und dann hast du keinen direkten Tauschhandel mehr, sondern eben genau das ist eben das, was uns das Internet halt eben jetzt bringt, nämlich eine zentrale Möglichkeit. Wir brauchen nicht mehr irgendwo hinzugehen, um zu gucken, ob irgendwo irgendwer was hat, sondern wir können im Internet rausfinden, ob jemand was in der Nachbarschaft hat, was ich gerade suche, oder im nächsten Land oder am Arsch der Welt oder sonst wie. Aber wenn wir dann nämlich auch noch schlau genug sind und diese Seite machen wir dann halt, ne, so halt, diese Seite, ich wollte sie kurz vorstellen, du hast halt die Möglichkeit, letztendlich alles aufzulisten, was du brauchst. Das ist deine Rumpelkammer. Und du hast natürlich genauso die Möglichkeit, wenn du was brauchst, irgendwas zu suchen. Wie bei eBay, nur ohne Preise. Jeder kann was mit Foto einstellen, was er zur Verfügung stellen kann. Auf diese Weise braucht keiner zu verzichten, aber der Überschuss steht wieder zur freien Verfügung und fällt bei anderen Leuten wieder in den Bedarf rein. Auf die Weise wird das Ganze rund und wir werden alles haben, was wir brauchen. Wir werden alle aus dem Vollen schöpfen können. Das Einzige, was wir dafür ablegen müssen, ist der Besitzanspruch auf irgendwelche Dinge, die man uns sowieso wieder wegnehmen kann, worüber wir uns dann ärgern, wenn wir es als Besitz angesehen haben oder auch sagen, der hat mich beklaut. Der hat auch nur versucht, irgendwie seine Möglichkeiten zu nutzen. Und wenn seine Möglichkeit war, mir mein Fahrrad zu klauen, weil ich es nicht angekettet habe, hey, dumm gelaufen, aber okay, dann ist das halt so. Jetzt fährt halt jemand anders mit meinem Fahrrad rum und ich bin halt wieder Fußgänger. Aber das regt mich nicht um. Und wegen sowas rege ich mich nicht auf. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Und in einer Gesellschaft, in der wir leben, immer noch, ist das Beste, was man tun kann, das dann einfach zu akzeptieren, die Leute nicht zu beschimpfen, sondern nicht die Leute, sondern das allgemeine Verhalten dafür verantwortlich zu machen und denen, die dafür verantwortlich sind, für dieses Verhalten, nämlich uns allen, einfach zu zeigen, wie man sich auch anders verhalten kann. Es ist nichts weiter. Um sein Leben zu ändern, braucht man nichts weiter, als einfach anzufangen, sich gesund zu verhalten. Freundlich. Zu allem und jedem, inklusive mir selbst, wie mit meinem besten Freund umgehen. Das Surfbrett-Bewusstsein. Schmeiße ich dir jetzt einfach so hin. Ich habe ein Büchlein drüber geschrieben. Ja. Das ist das Buch des Universums, angelehnt an das Buch, Buch vom Universum, ist mir eigentlich egal, wie man es nennt, das ist nebensächlich. Es ist eigentlich angelehnt an das Tao Te Ching, das Buch des Weges. Ich habe irgendwann vor 2 Wochen hier gesessen, habe in dem Tao Te Ching nochmal gelesen und hatte irgendwie festgestellt, meine Güte, du könntest dieses Buch in ganz anderen Termina, die den Leuten geläufig sind, viel verständlicher ausdrücken. Und so habe ich das Buch einfach nur umgeschrieben. Und so kam das dann, dass ich erstmals in diesem Buch dann auch tatsächlich etwas schriftlich festgehalten habe, wovon ich vorher nur ein paar Mal quasi bildlich erzählt habe. Und das ist dieses Surfbrett-Bewusstsein. Mein Bewusstsein ermöglicht mir, die Dinge, die kommen und gehen, wie sie wollen, wo ich eh nichts dran machen kann, zu nehmen, wie sie sind. Quasi auf ihnen zu surfen, wie auf Wellen. Mein Bewusstsein ist quasi das Werkzeug, das ich benutze, um auf den Wellen surfen zu können. Die Wellen, das sind die Wogen des Lebens. Das ist quasi das Drehbuch, wo ich für meinen Film, meine Hauptrolle,
die Regie selber habe und dann jedem sagen muss, der in dem dessen Leben er scheiße findet, muss ich mal sagen, ja, dann mach doch einfach eine andere Regie. Ja, nicht mehr empfinde dein Leben nicht mehr als Loserleben, sondern empfinde es als Gewinnerleben und du wirst sehen, dass es sich automatisch ändert, schon allein gemäß dem Gesetz der Anziehung. Aber natürlich auch sonst. Meine Mutter hat früher immer gesagt, wenn ich was Neues probiert habe und schon naserümpfend drüber saß, wo sie sagt, ja, so wird dir das bestimmt nicht schmecken. Mhm. Sei offen. Probier erstmal. Nicht vorher die Nase rümpfen und sagen, nee, ich mag das nicht. Und es dann nicht mal probiert haben. Oder nee, das klappt nicht. Die Leute erzählen mir, du kannst das nicht, was du da vorhast. A, habe ich nichts vor. Und B, hey, hat irgendjemand mal wirklich ernsthaft die Dinge versucht, die wir hier gerade versuchen? Alle zusammen, geht ja nicht nur um meine Sachen, geht ja um diese ganze Wahrheitsbewegung. Hey, das sind Millionen von Menschen mittlerweile, die auf dem Weg, die aufstehen, die aus dem Drecksloch, die einfach aufstehen, weil sie kapieren, wir müssen uns hier überhaupt gar nicht in diesem Dreck rumsuhlen. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht unser Lebensraum. Wir sind es nur so gewohnt, uns darin zu bewegen, weil wir permanent mit diesem Dreck beschmissen werden. Aber wir können einfach aufstehen und rausgehen und dann kann man diesen ganzen Quatsch tatsächlich als Außenstehender von außen betrachten und muss sich dann mitunter noch sehr, trotz des gesamten Mitleides, das man für all die Leute noch hat, die da drin sitzen, wirklich drüber kaputt lachen. Das ist echt ein Affentheater. Das ist wirklich lustig mitunter. Hm. Also ich finde es ja echt, also, ne, ach, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, oder? Ich glaube, da versteht jeder, was ich meine. Nilo meint da, ein Chat-Teilnehmer, sinngemäß, ich bin der Meinung, das bringt alles nichts mehr, es wird mit dem jetzigen Bewusstsein kein neues Geld- oder Tauschsystem geben, erst nachdem alles zusammengeklopft ist, sind wir für Neues bereit oder nach einem angekündigten Bewusstseinssprung nach Börs und Co. Sich auch irgendwie bezogen auf die Sendung, die da auf Exxon News letztens gelaufen ist. Irgendwie kommt mir, also ich muss dem Nilo da recht geben, ich glaube, so wie wir jetzt quasi denken, also jetzt global gesehen, ist es nur sehr schwierig, da jetzt das Geldsystem abzuschaffen durch irgendwas, das quasi von alleine fließt. Wie siehst du das? Ich meine, wenn das leicht wäre, hätte ich ja längst gemacht. Natürlich ist das mit dem globalen Denken jetzt in diesem Moment nicht machbar. Wäre es machbar, würden wir es jetzt tun. Also ich würde mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn ich sie hätte. Aber nichts bleibt, wie es ist, und alles ist im ständigen Wandel. Und wenn ich mir angucke, wie rasant sich solche Sachen, also dass allein, dass wir hier heute sitzen und dieses Gespräch so führen können, so bedeutet nicht einfach privat, sondern im Rahmen einer Fernseh- und einer Radiosendung, die dann wirklich auch weiterhin verfügbar ist, und die viele, viele Menschen erreichen wird. Das heißt, es ist nicht nur ein Gespräch, es ist schon ein sehr privates Gespräch, weil es um sehr private Themen geht. Aber es ist offen. So. Und schon allein, dass das möglich ist, ist für mich einziger Beweis dafür, dass das möglich ist. Und das ist eben genau das, was ich halt eben auch sehe mit dem Geldsystem. Jeder kriegt, was er verdient, heißt es. Ja? Und das ist quasi letztendlich auch ziemlich auf den Moment bezogen. Jetzt in diesem Moment hat die Menschheit genau das, was sie sich bis zu diesem Moment verdient hat. Im Durchschnitt. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Dabei zählen relative Werte. Ne, für den einen ist Geld jetzt im Moment da eher das, woran er denkt, und für den anderen seine Sicherheit. Und der eine denkt bei Sicherheit an Geld und der andere an Unabhängigkeit. Und wenn der eine an Unabhängigkeit denkt, dann denkt der eine an Geld und der andere denkt daran, kein Geld zu brauchen. So, das meine ich mit relativen Werten, die uns das Geld komplett nimmt.
Und das ist halt eben genau das Problem. Wir kapieren das gegenwärtig. Deswegen ist es im Moment noch nicht möglich, es zu ändern, aber wir sind ja auf dem besten Weg dahin. Ich habe ja auch nicht gesagt, ändert heute das Geldsystem, sondern ich sage, denkt einfach nur mal drüber nach, ob wir das überhaupt so noch brauchen. Guckt euch mal an, was ich da sage, probiert es einfach mal aus und ich wette meinen Arsch drauf. Und ich wette selten, aber ich wette meinen Arsch drauf, wenn ihr einmal kapiert habt, wovon ich die ganze Zeit redet und es anwendet, ihr werdet nie wieder drauf verzichten wollen. Es kostet nichts. Es macht euer Leben so extrem einfach. Ihr seid niemandem was schuldig. Ihr braucht niemandem mehr zu folgen. Ihr könnt frei euer Leben leben. Niemand wird es mehr nötig haben, fremden Willen aufzudrängen, wenn wir alle einfach aufhören, die kapieren, dass Nachgeben wichtig ist. Einfach aufzuhören damit, damit die anderen auch angehalten sind, damit aufzuhören. Einfach keinen fremden Willen mehr aufzudrängen. Und das ist Lieben. Keinen fremden Willen aufzudrängen. Die meisten Leute sehen Liebesbeziehungen wie goldene Käfige. Wenn die klammern, dann sind die zu sehr mit dem Begehren beschäftigt und mit ihren Ängsten, Verlustängsten und sonst was. Das hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Einem Menschen von Herzen und bedingungslos zu wünschen, dass er glücklich ist, bedingungslos, das ist Lieben. Wenn man das mal anwendet, kriegt man auch sehr schnell raus, warum ich das so sage, weil es vor allen Dingen keinerlei Schaden anrichtet. Alles, was du machst, ist okay mit mir. Tu bitte alles, was du möchtest, um glücklich zu sein. Ich liebe dich bedeutet, ich stelle mich deinem persönlichen Glück nicht in den Weg. Du bist die einzige Person, die weiß, was du brauchst, um glücklich zu sein. Bitte triff frei deine Entscheidungen und mach alles, was du brauchst. Wenn wir uns so begegnen, haben wir, glaube ich, einen ganz, ganz anderen Status quo. Und ich weiß, mit einem solchen Verhalten haben wir ein Bewusstsein, mit dem wir sehr, sehr wohl auf Geld verzichten können und den ganzen missbräuchlichen Rattenschwanz, den es mit sich zieht. Jemand schreibt im Chat, Gedanken schaffen Realität. Glaubst du, ist es das? Also ist das so einfach? Nee, das glaube ich nicht, das weiß ich, das wende ich jeden Tag an. Das ist das, wo es den Film The Secret drüber gibt. Das ist es, wo The Bleep von reden, wobei die dann, ne, die tun also, als wäre das große Geheimnis. Das große Geheimnis, von wovon The Secret spricht, ist letztendlich nichts weiter als das Gesetz der Anziehung. Und das ist erst ein kosmisches Gesetz. Ne, also die Leute von The Secret haben auch viele Sachen noch nicht verstanden, aber sie haben einen Film geschaffen, der wunderschön das Prinzip der Anziehung verdeutlicht. Ebenso What the Bleep Do We Know? Und dabei mir, deswegen bin ich so dankbar diesen Leuten, die diesen Film gemacht haben, auch wenn ich ihre Vermarktungsstrategie total scheiße finde, weil dieser Film einfach jedem zugänglich sein sollte. Diese Informationen sollte jeder haben. Und nicht nur der privilegiert ist, 25 Euro für eine CD dafür zu bezahlen. Das ist Bullshit, das ist Geldmacherei. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, aber ihr habt mir eine schöne Vorlage gegeben mit diesem Wort Universum und wie ihr es definiert. Weil das ist nämlich die Form von einer Gottheit, die dem Tao nahe kam. Einer nicht personifizierten Gottheit. Wie viele nicht personifizierte Gottheiten kennst du? Da sind nicht viele. Aber das Wort Universum, wie es in diesem Film benutzt wird, als eine Instanz, die nicht nur einfach irgendwie zürnend ist und straft und insgesamt sehr furchteinflößend ist und Demut von uns erwartet,
ja, sondern einfach letztendlich nur sagt, hey, dein Wunsch ist mein Befehl. Letztendlich ist unser Problem nur, dass wir darüber keine Kenntnis haben, weil es natürlich Machthabenden nicht sehr dienlich ist, die Untergebenen davon in Kenntnis zu setzen, wie man als freier Mensch lebt. Das hat aber zur Folge, dass letztendlich die Leute nichts wissen von ihren selbstheilenden Kräften. Jeder weiß, was ein Hypochonder ist, jeder weiß, was ein Placebo-Effekt ist, aber keiner kommt auf den Gedanken, dass diese beiden Dinge nur wirken, weil der Geist über den Körper bestimmt. Und da finden wir, ich habe noch einen Zettel hier liegen, denn das geht mir gerade durch den Kopf. Unser Körper ist letztendlich auch wieder nur ein Fraktal. An unserem Körper kann man die Funktionsweise und das Wesen des gesamten Universums erkennen. Das steht auch in der Bibel. Da steht, Gott schuf uns nach seinem Ebenbild. Das hat nichts mit Gesichtszügen, Hautfarben oder Körperform zu tun, sondern mit unserem freien Willen zum einen. Und wirklich, man kann an uns in drei Instanzen die drei Instanzen Gottes, des Universums, die ich definiert habe, die ich definieren konnte. Vielleicht gibt es noch mehr, aber das sind die drei, die ich definieren konnte. Das Universum entspricht quasi unserer Seele. Ja, unsere Seele ist ein Fragment des Universums in sich komplett, das vorgebende, schöpferische, kreative, lebende. Dann ist unser Geist synonym für das morphogenetische Feld, in dem sich alles formt und entwickelt, also quasi der Arbeitstisch der Seele. Und dann ist da der Körper, die materielle Welt. So, und das sind alles Sachen, die kann man sehen, das habe ich nicht aus irgendwelchen Büchern. Das sind Beobachtungen, die ich gemacht habe, bei meinem Spiel, diese Welt zu beobachten aus meinen eigenen Augen, wie ein kleines Kind, das gerade diese Welt kennenlernt. Ohne aber mir dabei von anderen Leuten irgendwelche Scheiße erzählen zu lassen, sondern alles, wofür ich mich interessiere, selber zu durchleuchten. Und wenn das mal jeder machen würde, dann hätten wir nur noch Wunderkinder auf dieser Welt. Stattdessen müssen wir in die Schule gehen und das lernen, was man von uns will, was man lernt. Und dann kommt man zu solchen Punkten, wie ich jetzt zum Beispiel gestern ich hatte gestern Nachrichten geguckt auf RTL, ne, Feindsender gucken, und dann sieht man dann, dass der Papst da jetzt doch Stellung bezogen hat und sich von diesem anderen Typen da distanziert hat, der behauptet hat, dass der Holocaust nicht stattgefunden habe. So, jetzt sitze ich da und stelle mir die Frage, hat denn nur der Holocaust stattgefunden oder hat er nicht stattgefunden? Die einen erzählen mir das, die anderen erzählen mir das. Meine Wahrnehmung von einer Ausrottung von Juden in Deutschland ist quasi, ich war nicht dabei, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ihr könnt mir jetzt alle erzählen, was ihr wollt. Daran wird sich nichts ändern. Ihr könnt mir Beweise auffahren, wie ihr wollt. Die können alle gefaked sein, das weiß ich nicht. Es ist mir scheißegal im Moment, ob vor 60, 70 Jahren ein Holocaust stattgefunden hat, wenn gerade in diesem Moment in Palästina ein Genozid stattfindet. Und jeder, der ein Problem damit hat, dass ich gerade gegen Israel was sage, der soll sich mal eine Karte angucken, die gibt es im Internet mehrfach, auf der man sich angucken kann, wie sich das palästinensische Gebiet von 1949 bis heute entwickelt hat. Es ist fast nicht mehr da. Und da, wo früher Palästina war, ist heute Israel. Das ist ein Genozid.
Na okay, aber brauche ich mal, also erstens einmal glaube ich, also ich glaube schon, dass, also Moment. Also ich glaube schon, dass der Holocaust stattgefunden hat und ich habe auch selbst diese Städten teilweise. Ist schon klar. Naja, okay. Aber in jedem Falle, warte kurz. In jedem Fall finde ich, dass man die Sachen nicht gegeneinander aufrechnen sollte. Ja? Also ich meine, was immer. Tue ich auch nicht. Ja, okay. Das, was jetzt, also das, was vor 70 Jahren in Mitteleuropa passiert ist, meiner Meinung nach, ist grauenhaft. Das, was jetzt in Palästina passiert, ist grauenhaft. Was auch immer, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also das Ganze jetzt, aber... Weißt du, worum es mir wirklich geht? Es geht um diese ganzen Schuldzuweisungen. Ja, okay, ja. Darum geht es mir. Es geht um diese Schuldzuweisungen, die durch diese Form von Schulung, die wir bekommen, und darüber bin ich überhaupt darauf gekommen, dass ich gesagt habe, wenn wir uns alle mal wirklich mit freiem Geist und den Dingen widmen können, die uns eigentlich interessieren und uns nicht das reinziehen müssten, was wir in der Schule lernen, dann würde es zu sowas gar nicht kommen, dass ein ganzes Volk in einem Schuldgefühl lebt, und quasi sich die Frage überhaupt nicht mehr stellen darf, ob es tatsächlich passiert ist oder nicht, weil man sofort, wenn man sie stellt, und es ist, ich habe die berechtigte Frage zu fragen, ob es denn tatsächlich stattgefunden hat oder nicht, weil ich nicht dabei war. Ich bin ja angewiesen da auf Zeugenaussagen. Und dann ist das dadurch, durch diese Schulung, durch diese Form von Schulung, durch diese Bildung, die eigentlich eine Missbildung ist, sind wir so extrem manipulierbar. Und das ist das halt. Ich greife extra auf, weil du es gerade gesagt hast, du glaubst, dass der Holocaust stattfindet. Ja, lass mal das Thema einfach weg. Also wie gesagt, das Thema ist vielleicht blöd gewählt gewesen. Ja. Also es geht insgesamt... Vor allem es geht dann, ja. Also, vor allen Dingen darum, dass jetzt in diesem Moment es eigentlich viel wichtiger sein sollte, wie die Welt in 70 Jahren aussieht, als wie sie vor 70 Jahren ausgesehen hat. Naja, aber das hängt schon auch zusammen. Wir sind noch mit der Vergangenheit beschäftigt. Jetzt also ganz ab vom Thema Israel, Holocaust oder sonst irgendwas, wirklich wieder global bezogen auf das Geschehen in der ganzen Welt. Ja klar, aber nur die Vergangenheit bestimmt die Zukunft. Also man kann das nicht so getrennt sehen, glaube ich. Nein, das ist nämlich überhaupt nicht wahr. Sie bestimmt die Zukunft, aber sie beeinflusst die Zukunft natürlich. Ich meine, wir beeinflussen die Zukunft. Das ist nämlich genau das, was ja, die meisten Leute verstehen. Das ist ja ein großer Unterschied. Das ist ja klar, aber das ist ja eben unsere Vergangenheit. Also ist unsere Vergangenheit ein Teil von uns. Also die Zukunft wächst aus der Vergangenheit. Ja, die Zukunft wächst immer aus dem Boden heraus, den die Vergangenheit für sie schafft. Das ist richtig. Aber wir sind diejenigen, die den Boden schaffen. Wir sind diejenigen, die beide Zeiten letztendlich in der Hand haben durch unser Verhalten. Nur wenn wir natürlich total unkontrolliert durch die Gegend laufen, weil wir die Kontrolle abgeben an Leute, die uns kontrollieren wollen und dann meinen, ja, aber wir brauchen ja Kontrolle. Ja, das ist richtig, aber Eigenkontrolle, keine Fremdkontrolle. Bauchi, wir sind fast am Ende. Es ist unglaublich. Wie immer könnte man noch ewig weiter diskutieren. Ja. Hör zu, wir haben jetzt noch ungefähr eine Minute. Erzähl doch noch kurz, welche Aktionen für diesen Sommer noch geplant sind, so als Ausblick. Aktionen für den Sommer. Ich lasse es kurz durchrattern. Morgen und übermorgen sind die Wahlen zu dem Staat Germania. Und ich möchte euch bitten, euch wenigstens heute oder morgen auf jeden Fall mit dem Thema auseinanderzusetzen und euch das Video anzugucken, das der Joe Conrad gestern mit dem Jesse gemacht hat. Ich glaube, die haben es schon vor ein paar Tagen gemacht, seit gestern online. Guckt es euch bitte an und macht euch euer eigenes Bild. Ist wirklich wichtig, aber ich denke, es ist so, wie das ist, eine Sache, die man jetzt in diesem Moment auf jeden Fall wirklich unterstützen sollte. Zum anderen, habe ich noch nie davon gehört, aber okay. Peace Trail 2009 geht im April los, danach kommt im Mai Woodstock 2009 und dann geht es über ins Woodland 2009, also Woodland ohne 2009. Das sind meine Aktionen, das ist mein Plan für dieses Jahr und was ich euch gerne bitte alle mitten möchte. So aufmerksam, wie ihr mir heute zugehört habt, so viel Aufmerksamkeit, wie ihr mir heute diesem Thema, dem Tarek, gewidmet habt, widmet doch bitte euch mal morgen. Das hilft, das ist wirklich gut. Damit will ich euch nicht weg von Tarek und mir, aber
kümmert euch mal um euch selber mit genau der Intensität, mit der ihr vor einem spannenden Film sitzt. Ihr glaubt nicht, was euch entgeht, wenn ihr euer Leben nicht genau so beobachtet. Okay, ja, ein sehr guter Ratschlag, finde ich. Man sollte, also Esoterik heißt ja auch Innenschau, ne? Und ich finde ja, du bist eine grandiose Kombination aus Esoterik und anarchistischem Gedankengut. Und nach innen zu schauen, sich mit sich selbst beschäftigen, bringt dann auf jeden Fall weiter. Bauch, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wir da geplaudert haben. Vielleicht wiederholen wir das doch mal in Zukunft. Ja, wer weiß, immer was passiert. Gern, weißt du, ne? Okay. Für alles zu haben. Okay. Ja, wünsche dir einen schönen Abend und weiterhin sehr viel Erfolg mit deinem Videocast, Podcast, gibt's ja auch. Chill mit mir und natürlich deinen Aktionen. Ja, wer interessiert ist, findet alles unter www.nu-era.de. Okay. Schönen Abend. Alles klar. Ciao. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, ein schönes Jahr und ein schönes Leben. Okay. Bis dann, Bauchi. Ciao. Bis bald. Tschüss. Ja. Ich glaube, das muss man erst einmal verdauen, wenn man Bauchi zuerst mal gehört hat. Und wichtig ist auch, das Ganze in den richtigen Kontext zu setzen und einmal wirken lassen. Jedenfalls finde ich den Mann sehr spannend und die Dinge, die er sagt, sehr wichtig. Das nächste Mal Crop FM gibt es am 27. Februar 2009. Es geht um Disclosure. Passiert 2009 Disclosure, also UFO-Disclosure, die Freigabe der UFO-Daten, wie Steve Bassett glaubt? Oder müssen wir noch Jahrzehnte warten, wie Illo Brandt von Ludwiger befürchtet? Noch in der letzten Sendung, unbekannte Objekte, hat er diese Befürchtung ja geäußert, basierend auf seinen Erfahrungen, die er eben hat mit der Welt der Wissenschaft, mit der Welt des Journalismus. Aber es gibt ja Lichtzeichen am Horizont. Viele setzen auch ihre Hoffnung in Obama und seine neue Administration. Wir werden es alle sehen. Und Robert Fleischer ist da ja am Puls der Zeit, was das anbelangt, der Koordinator von exopolitik.de und er wird in der nächsten Sendung zu Gast sein und uns auf den letzten Stand in Sachen Offenlegung bringen. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder am 27. Februar 2009. Bis dahin, macht es gut.